Assalamu alaikum. In wenigen Tagen beginnt inshallah der neue anstehende Kurs für Anfänger, Arabischkurs für Anfänger, den wir auch als den Grundkurs bezeichnen. Dieser Kurs ist, wie der Name bereits suggeriert, er ist für Anfänger gedacht und wir meinen mit Anfänger jeden, der lesen kann. Lediglich das Lesen wird vorausgesetzt, was im Grunde genommen auch sehr schnell gelernt ist. Und in diesem Kurs ziehen wir darauf ab, zwei Fertigkeiten zu fördern bzw. zu bilden. Das ist Nummer eins die sprachliche Fertigkeit und Nummer zwei kommunikative Fertigkeiten. Sprachliche Fertigkeiten decken insgesamt vier Bereiche, was in der modernen, in den modernen Sprachunterrichten auch als die vier Komponente des Sprachunterrichts oder des Erlernens einer Sprache bezeichnet wird. Wir haben das Lesen, das Schreiben und dann das Verstehen und Sprechen. Und diese vier Fertigkeiten werden untergliedert in zwei Bereiche. Wir haben einmal rezeptive Fertigkeiten, das ist dann eben das Hören und das Lesen, weil man eben der Empfänger ist. Und dann haben wir produktive Fertigkeiten, das sind das Sprechen und das Schreiben, weil man hier eben der Produzent ist. Und zum Erlernen und Fördern dieser sprachlichen Fertigkeiten bedienen wir uns drei Komponenten. Diese sind der Wortschatz, was besonders am Anfang sehr wichtig ist, das Lautesystem oder Lautsystem, das heißt die Akustik, die Aussprache und so weiter. Und drittens nennen wir es das Regelsystem, das beinhaltet Grammatik, die Rechtschreibung und so weiter. Der Unterricht ist an jeden gerichtet, der Arabisch lernen möchte, aber noch nichts bzw. nur wenig kann. Und wir werden in diesem Kurs viel Gewicht auf Übungen legen, denn man soll schnell ein Gefühl für diese Sprache entwickeln. Das heißt, die Unterrichte werden ja, so weit wie möglich interaktiv sein. Die Schüler werden mit involviert werden in den Unterricht, soweit es möglich ist und die Schüler natürlich das wollen. Und um schnell Vokabeln zu lernen, also diesen Wortschatz aufzubauen, stellen wir euch auch digitale Karteikarten zur Verfügung, die ihr von überall aus, von allen Geräten benutzen könnt, um leicht spielerisch das Vokabular aufzubauen. In diesem Kurs, den Grundkurs A1, behandeln wir 8 Kapitel oder 8 Themenbereiche, 8 Facetten, die diese Themen oder das erste Thema wäre das Kennenlernen und das Begrüßen, also der Anfang jeder sozialen Begegnung oder Kommunikation. Und das Ganze baut dann auf lebensnahe Themen, lebensnahe Kapitel, die man auch tatsächlich ja in der Realität dann verwenden kann. In jedem Kapitel lernen wir 20 bis 30 Hauptvokabeln, dann gibt es Zusatzvokabeln in jedem Kapitel, die man ebenfalls dazulernen kann. Und der Kurs beginnt in wenigen Tagen. Wer sich noch anschließen möchte, dem steht das jetzt noch offen. Bis dahin, inshallah, assalamu alaikum.